Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute ein paar DIY-Ideen für den Sommer zeigen. Ich habe das im Frühling schon mal gemacht und auch damals war es ein Projekt mit ganz vielen verschiedenen anderen YouTubern. Das ist auch diesmal so. Alle YouTuber, die teilnehmen und ihre Videos, findet ihr in der Playlist, die unten in der Infobox verlinkt ist. Ihr solltet euch unbedingt jedes Video anschauen, denn in jedem Video ist ein Buchstabe versteckt, so wie auch in meinem Video. Und diese Buchstaben müsst ihr dann zu einem Lösungswort zusammenfügen und das Ganze an diese E-Mail-Adresse schicken, die ich euch auch nochmal unten in der Infobox verlinke. Teilnehmen könnt ihr bis 30.06. und es gibt 3 Beauty-Pakete zu gewinnen. Ich wünsche euch aber jetzt erstmal viel Spaß mit meinem Video. Wir starten mit einer Idee für den Kräutergarten. Dafür brauchen wir Popsicles, die ich euch gerne nochmal in der Infobox verlinke. Und die streichen wir einfach mit ganz normaler Farbe in euren Lieblingstönen an. Das ist jetzt mein Popsicle-Schildchen für mein Basilikum. Und ich habe auch noch ein zweites gemacht. Und zwar ist das für meine Minze. Ich habe für dieses Video zum ersten Mal selber Eis gemacht. Und zwar mit tiefgefrorenen Beeren, mit Joghurt, mit ein bisschen Milch. Ein wenig Zucker kommt auch rein, Vanillezucker und eine Zitrone. Die genauen Mengenangaben setze ich euch nochmal unten in die Infobox. Das Ganze funktioniert natürlich ohne Eismaschine. Ich habe hier diese Eisbereiter, die ich einfach ganz günstig bei Rossmann gekauft habe. Und dort fülle ich jetzt meine Beeren-Joghurt-Mischung ein und das Ganze kommt in den Tiefkühlschrank. Es hat super lecker geschmeckt und beim nächsten Mal werde ich den Zucker einfach komplett weglassen können. Als letzte Idee möchte ich mit euch meine Schuhe weiter aufpimpen. Dafür brauchen wir einfach ganz normalen Textilkleber und natürlich ordentlich Glitzer. Ich habe hier welchen in Rot. Ich habe aber auch noch eine bunte Mischung. Welchen ich genau verwende, das weiß ich noch gar nicht so genau. Aber da seid ihr natürlich in eurer Kreativität völlig frei. Das waren übrigens mal weiße Sneaker. Und diesen Dip Dye Style, das habe ich auch selber gemacht. Das Video dazu verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Den Kleber trage ich jetzt einfach hier auf dieser Naht auf, weil ich nur dort den Glitzer als Akzent haben möchte. Anschließend kommt dann natürlich der Glitzer drauf. Da solltet ihr auch nicht sparsam sein, denn das Überschüssige wird ja dann sowieso am Ende abgeklopft. Wenn ich den Glitzer aufgestreut habe, dann lasse ich das Ganze gründlich trocknen. Danach einfach den überschüssigen Glitzer abschütteln und fertig sind eure neuen Sneaker. Ich hoffe, meine Ideen haben euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch ein Abo und einen Daumen hoch für dieses Video da und wir sehen uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!